Insgesamt stelle ich leider eine gesellschaftliche Verrohung fest des politischen Diskurses, der sich auch auf den Antisemitismus ausgewirkt hat. Viele Faktoren, die von externen sind, die wir nicht beeinflussen können, haben dazu beigetragen, die Corona-Pandemie zum Beispiel und auch die Spannungen im Nahen Osten. Das hat dazu geführt, dass wir eben so viele antisemitische Straftaten zu beklagen haben wie noch nie. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass die Gesellschaft resilienter geworden ist. Viel mehr Menschen als früher wirklich sich darüber im Klaren sind, dass es wichtig ist, gegen Antisemitismus vorzugehen und dass sie selber auch einen Beitrag dazu leisten müssen. Ich appelliere an die deutsche Gesellschaft, noch stärker solidarisch zu sein mit Jüdinnen und Juden, auf keinen Fall zuzulassen, dass Jüdinnen und Juden dafür verantwortlich gemacht werden, was im Nahen Osten passiert. Und wenn eine antisemitische Anfeindung im privaten Umfeld einmal auftaucht, wenn man sie wahrnimmt, dass man da auch sofort etwas sagt, dass man nicht einverstanden ist und dass Antisemitismus wie jede Form von Diskriminierung Gift ist für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt.